Am 47. Spieltag der DEL feiern die Eisbären Berlin einen immens wichtigen 6:3 Erfolg gegen die Krefeld Pinguine und holen sich wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs. In einem eng umkämpften Spiel starteten beide Teams von Beginn an mit offenem Visier und sorgten für zahlreiche Torchancen. Lediglich die starken Torhüter verhinderten bereits im ersten Drittel eine Torgala. Aber in der 10. Minute war gegen einen tollen Spielzug der Gäste kein Kraut mehr gewachsen. Daniel Pieter musste nach starker Vorarbeit von Chad Costello nur noch einschieben. Davon unbeeindruckt drängten die Berliner direkt auf den Ausgleich und belohnten sich nur 4 Minuten später durch Austin Ortega. Offensivspektakel im zweiten Drittel, im Mitteldrittel dann das Gleichbild. Wieder zeigten sowohl die Berliner als auch die Krefelder furioses Eishockey und boten den Zuschauern Offensivaktionen auf beiden Seiten. Erneut waren es die Gäste, die als erstes Zählbares vorweisen konnten und durch Travis Ewanik wieder in Führung gingen. 22. Jamie McQueen schaffte zwar zum zweiten Mal den Ausgleich. 32. Aber fast im Gegenzug sorgte Daniel Pieter mit seinem zweiten Treffer für die abermalige Führung der Pinguine. Mit dem Sport 1 Messenger keine News mehr verpassen, hier anmelden, Anzeige. Mit diesem knappen Vorsprung ging es auch in die zweite Drittelpause. Furiose Eisbären im Schlussdrittel. Im Schlussdrittel waren es dann aber die Hausherren, die ihren bedingungslosen Offensivgeist belohnten. Erneut Jamie McQueen, 54. und Austin Ortega, 60. sorgten für den am Ende verdienten, aber in der Höhe glücklichen Sieg. Marcel Nöbels hatte zwischenzeitlich das 5:3, 56. erzielt. Die Hauptstädter feierten einen ganz wichtigen Sieg gegen einen direkten Kontrahenten im Kampf um die Playoffs und setzten sich auf Rang 9 fest. Denn im Sport 1 Datencenter, die Pinguine verlieren nach der Niederlage etwas an Boden und haben nun schon 6 Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 10. München rückt an Mannheim heran. Mit dem 11. Sieg in Folge erhöhte Titelverteidiger Red Bull München derweil den Druck auf Tabellenführer Adler Mannheim weiter. Der Meister der vergangenen 3 Jahre setzte sich souverän mit 6:1, 1:1, 1:0, 4:0 bei den Kölner Haien durch und verringerte den Rückstand auf 4 Punkte. Mannheim musste sich bei den Grizzlies Wolfsburg überraschend mit 3:5, 2:1, 0:2, 1:2 geschlagen geben. Düsseldorf auf Rang 3 den dritten Tabellenplatz behauptete die Düsseldorfer EG mit dem 3:2, 1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0 nach Penaltyschießen gegen den ERC Ingolstadt. Die Augsburger Panther kletterten dank des 3:2, 0:0, 1:1, 1:1, 1:0 nach Verlängerung gegen die Straubing Tigers auf den 4. Rang. Frank Mauer, 20. Der Rekordtorjäger Michael Wolf, 37. Und 42. John Mitchell, 44. Andreas Eger, 48. und Yassin Elis, 53. sicherten München den Dreier in Köln. Mannheim verspielte eine 2:1-Führung, als Brent Obey, 28. und Daniel Sparre, 31. für Wolfsburg trafen. Markus Eisenschmidt, 52. glich aus, aber Nick Latta, 56. und Sebastian Furchner, 60. besiegelten die Niederlage der Adler. Die DEG brachte Ex-Nationalspieler Philipp Rogula mit seinem 22. Saisontor, 42. in Führung, doch Michael Collins erzwang 38 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit die Verlängerung. Mit dem entscheidenden Penalty wurde Gogula doch noch zum Matchwinner. Der 47. Spieltag im Überblick. Fishtown Pinguins Bremerhaven, Schwenninger Wildwings 3:4, 1:1, 0:2, 2:0, 0:1 N. V. Augsburger Panther, Straubing Tigers 3:2, 0:0, 1:1, 1:1, 1:0, N. V.
Düsseldorfer EG ERC Ingolstadt 3:2, 1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0, N. Punkt. P. Grizzlies Wolfsburg, Adler Mannheim 5:3, 1:2, 2:0, 2:1, Kölner Haie, Red Bull München 1:6, 1:1, 0:1, 0:4, Eisbären Berlin, Krefeld Pinguine 6:3, 1:1, 1:2, 4:0, Iserlohn Roosters, Nürnberg Eistigers 19.00.